kleinen Dorf lebte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war überall für ihren wunderbaren Rhabarberkuchen bekannt. Deshalb nannte man sie auch Rhabarber-Barbara. Rhabarber-Barbara merkte schnell, dass sie mit ihrem Kuchen auch Geld verdienen könnte und eröffnete eine Bar, die Rhabarber-Barbara-Bar. Die Rhabarber-Barbara-Bar lief gut und hatte schnell Stammkunden. Und die drei bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kam man so oft in die Rhabarber-Barbara-Bar, um von Rhabarber-Barbaras Lecks-Lecks-Barbara-Kuchen zu essen, dass man sie auch kurz in die Rhabarber-Barbara-Barbara-Bar. Die hatten schöne Werte. Und wenn die Rhabarber-Barbara-Barbaren ihre Rhabarber-Barbara-Barbaren Werte pflegen wollten, gingen sie zum Barbier. Der einzige Barbier, der einen solchen Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart bearbeiten konnte, hieß
Christina rumbekommen hat. Der verkauft auch auf dem Kohlenmarkt Musik zu den Erzählt, der ist Musikproduzent, hat schnell einen Musikclub photoshoppt, der hat die Garnelis-Front glaubt, der hat alle Kontakte. Oder wenn wir mit Arthur in den Club gehen, der ist bei der Bundeswehr, erzählt den Club an, der ist Düsenjet-Pilot, der weiße Gabelstapler fahren. Thank you.
ausgelobt.
Ich fürchte, das wird schwierig werden. Es geht das Gerücht um, dass sogar die Athener euch weggeschickt. Und wenn schon die Philosophen so Namenliebhaber dazu besaßen, Thank you.
gesehen? Warum hast du diese Person umgebracht, Karl? Ich töte keine Leute. Das ist etwas, würde ich nie im Leben tun. Sag mir, Karl, was du gemacht hast, kurz bevor ich nach Hause kam. Okay, gut, ich war oben und okay. Ich saß in meinem Zimmer, ja. Hab ein Buch gelesen. Weiter. Und dann kam auf einmal dieser Typ rein. Okay. Bin auf ihn zugegangen. Ja. Und ich hab ihn 37 Mal in die Brust gestochen. Hab sie gekocht und gegessen.